Ja, zwei Fichtenplatten. Und daraus wird, kann man schon so ein bisschen erkennen, mal eine Gitarre. Steven den Toom ist Gitarrenbauer mit 22 Jahren. Der Holländer hat in Antwerpen gelernt und ist dann nach Alt-Astenberg gezogen. Da wohnt er jetzt bei Mama und Papa und baut in seiner Werkstatt klassische Gitarren, die jetzt schon einen richtig guten Ruf haben. Oder besser, sein Ruf hat einen besonderen Klang. Das habe ich ja selber gebaut und das müsste zu mir passen. Ein schöner, warmer Klang. Filigranarbeit für den perfekten, warmen Klang. Steven den Toom arbeitet die Formen am Gitarrenhals mit einem scharfen Stecheisen heraus. Langsam, kontrolliert, das ist wichtig, sagt er. Musikalisch war er schon immer und Ideen hatte er auch genug. Ich war ja immer kreativ als Kind, immer mit Holz beschäftigt. Dachte ich mir, ab 11 Jahren bin ich mit Gitarren zu spielen angefangen und auch E-Gitarre. Und dachte ich mir, wie kann ich die zwei jetzt kombinieren? Und dann hat ein Freund von mir erzählt über eine Ausbildung in Gitarrenbau. Das war in Belgien. Und wenn ich dann 16 war, bin ich da alleine hingezogen. Und jetzt Alt-Astenberg. Hier arbeitet er in seiner Werkstatt. Für den Gitarrenhals muss das Holz kräftig sein, weil der Hals nicht so viel nachschwingen muss. Steven den Toom verwendet brasilianisches Zedernholz, in Fachkreisen spanische Zeder genannt. Ich habe ja schon verschiedene Reisen gemacht, um Holz zu kaufen. Ich war in Spanien, in Madrid in der Nähe, habe ich Holz gekauft bei einem Händler, die da nur Klangholz vermarkten, sage ich mal. Also für Geige, für Cello, für Gitarren, sogar E-Gitarren auch. Und da kaufe ich mein Holz. Ich suche mir das selber jedes Stück aus. Eine den Toom-Gitarre kostet ab 4.000 Euro aufwärts. 2 Monate braucht Steven den Toom, um eine Gitarre zu fertigen. Für uns zeigt der Gitarrenbauer die wichtigsten Arbeitsschritte mal im Schnelldurchgang. Der Hals wird in die Form gelegt, spanisch Solera genannt. Auf die Decke kommen die geschwungenen Zagen. Und dann wird der Boden aufgeleimt. In der Nähe von Alt-Astenberg. Hier trifft Steven den Toom den Gitarristen und Komponisten Philipp Halilovic aus Dortmund. Der hat die Toccata-Fuge in D-Moll von Bach für Gitarre umgeschrieben. Und spielen will der Profi hier in der Schwedenhütte, wo er schon mal aufgetreten ist. Das hat einfach damit zu tun, dass Stevens Gitarren so ein unfassbares Spektrum an Klangfarben hat. Also die reagiert wirklich auf alles, was man macht. Und je nachdem, wie man spielt, wird die Gitarre einen unendlich dafür belohnen, vor allen Dingen mit einem reichen und voluminösen Klang, der aber auch sehr fragil, sehr sensibel ist zugleich. Also unglaublich viel Farbe und viel Kraft in einem Instrument, halt ein Allround-Instrument, was wirklich für jeden Gitarristen eine einmalige Gelegenheit ist, sowas zu spielen. Ja. Wie man mit solchen Profi-Gitarristen Verkaufsgespräche führt, das hat er auch schon gelernt, der erst 22-jährige Instrumentenmacher auf internationalen Gitarrenfestivals. Man sagt ganz kurz Hallo und dann frage ich die, ob die fragen mehr, darf ich deine Gitarre probieren? Und sagen, ja, natürlich. Und dann spielen die erstmal. Und die spielen und die spielen und die spielen, bis dass die ausgespielt sind. Und dann reden wir danach drüber, ah ja, was für Holz ist das oder was für Dekos sind drauf oder wie alt ist sie oder die Details kommen später. Ja, 22 Jahre, Wahnsinn. Eine Kollegin im Studio hat gerade gesagt, ist so ein junger Mann mit einer alten Seele. Und ich finde, da hat sie wohl ziemlich recht.